Hallo ihr Lieben, kleiner Quick-Tipp aus dem Garten-Gemüsekiosk zum Thema Gurken selber weitervermehren. Wenn ihr das Saatgut von euren samenfesten Gurken nehmen möchtet, dann dürft ihr sie nicht grün ernten, so wie wir sie sonst für den Verzehr ernten. Denn so sind sie unreif. Wenn wir Saatgut nehmen möchten, dann brauchen wir sie ausgereift und dann sind sie gelb. Wenn ich sie aufmache, sieht sie dann so aus. Wichtig ist aber darauf zu achten, dass keine Kürbisgewächse in der Nähe sind, die sich dann schnell einkreuzen könnten. Wenn ihr zum Beispiel die Schlangengurke aus dem Gewächshaus weiter vermehren möchtet, da dürft ihr eigentlich kein Kürbis in der Nähe sein, die dann ausreifen lassen, das klappt wunderbar. Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt oder euch erstmal Gurken so in den Garten holen wollt, samenfestes Saatgut bekommt ihr bei uns im Kiosk.